Heute für Sie im Studio Peter Granzow. Herzlich willkommen zu den German Property News. Bei uns erfahren Sie ab sofort Wissenswertes zu aktuellen Themen aus dem Immobilienmarkt und zu wichtigen Markttrends der Immobilienbranche. In der heutigen Sondersendung erhalten Sie einen Überblick über eine der Top-Locations im deutschen Immobilienmarkt, Leipzig. Wir stellen Ihnen Bauprojekte aus Leipzig vor, die die German Property Group realisiert hat, und werfen einen Blick auf die Rossmarkt- und Papiermüllstraße. Die Symbiose zwischen historischer Bausubstanz, ihrem Ausbau und dem zeitgemäßen Neubau unter modernsten Gesichtspunkten trägt erheblich zu einer hervorragenden Wohn- und Lebensqualität bei. Aber schauen wir uns zunächst einmal den Standort Leipzig genauer an. Mit 583.221 Einwohnern ist Leipzig nicht nur die größte Stadt Sachsens, sondern auch die 10. größte Stadt Deutschlands. Zusammen mit der 32 Kilometer entfernten Stadt Halle an der Saale bilden sie den Ballungsraum Leipzig-Halle, wo rund 1,1 Millionen Menschen leben. Eine der für Leipzig wohl bedeutendsten historischen Punkte im Hinblick auf die heutige Funktion als Messestadt war die Verleihung des Stadt- und Marktrechts um 1165. Ab diesem Zeitpunkt bildete sich das rege Handelstreiben der Kaufleute auf den Märkten der Stadt. Zunächst gab es zwei Jahrmärkte, bevor die regelmäßigen Wochenmärkte veranstaltet wurden. Bereits damals entwickelte sich Leipzig als wichtiges Handelszentrum, was in den folgenden Jahren zur weltweit ersten kleinen Messeveranstaltung im Jahr 1190 führte. Die Geschichte der Stadt Leipzig ist somit eng mit der Geschichte der Messen verbunden. Schon immer trafen sich an der Kreuzung der europäischen Handelsstraßen Via Regia und Via Imperii Menschen zum Austausch von Waren und Informationen. Das verliehene Marktrecht war schon damals der Beginn der Entwicklung Leipzig zu einer florierenden Messestadt. Bis heute hat Leipzig als älteste Messestadt einen exzellenten Ruf und gilt als wichtiger Handelsstandort in Zentraleuropa. Die außerordentliche starke Bevölkerungsentwicklung in Leipzig übertrifft bisherige Prognosen. So zogen seit 2011 im Durchschnitt 10.100 Menschen jährlich in die Stadt. Bis 2030 wächst die Bevölkerung um voraussichtlich weitere 34.500 Einwohner und summiert sich auf ca. 617.700. Dies entspricht einem Wachstum von 5,9%. Gleichzeitig steigt auch die Zahl der Haushalte, sodass die Nachfrage nach Wohnraum langfristig hoch bleiben wird. Die Häuser in der Papiermüllstraße 11 und 13 liegen im Stadtteil Leipzig-Stötteritz. Beide unter Denkmalschutz stehenden Gebäude wurden um 1900 erbaut und von der German Property Group kernsaniert. Auf rund 1315 Quadratmetern entstanden insgesamt 20 Wohneinheiten mit je 44 bis 80 Quadratmetern. Hierbei wurde besonderen Wert auf eine hochwertige Ausführung, sowohl in Bezug auf die Fähigkeit der Unternehmen im Umgang mit einem Denkmal, als auch auf die Hochwertigkeit der Baustoffe gelegt. Die Denkmalschutzauflagen der Stadt Leipzig wurden gemäß Baugenehmigung eingehalten. Leipzig genießt einen hervorragenden Ruf. Die Stadt wird vielerorts auch als das bessere Berlin betitelt. Allerdings wird genau dies für die Stadt allmählich zum Luxusproblem. Der große Wohnungsleerstand der vergangenen Jahre ist abgeschmolzen. Die Stadt spricht erstmals seit Jahren wieder von einem angespannten Wohnungsmarkt. Leipzig muss also handeln. Keine andere deutsche Großstadt ist in den vergangenen Jahren so schnell gewachsen wie Leipzig. Und ein baldiges Ende des Leipziger Booms ist nicht in Sicht. Zwischen 2010 und 2016 wuchs die Bevölkerungszahl um fast 14%. Der Leerstand der Leipziger Wohnungen ist von über 10% im Jahr 2008 auf unter 3% gefallen. Die außerordentlich starke Bevölkerungsentwicklung in Leipzig übertrifft bisherige Prognosen. Bis 2030 wächst die Bevölkerung um voraussichtlich weitere 34.500 Einwohner und summiert sich auf ca. 617.700. Dies entspricht einem Wachstum von 5,9%. Gleichzeitig steigt auch die Zahl der Haushalte, sodass die Nachfrage nach Wohnraum langfristig hoch bleiben wird.
Mit dem starken Wachstum der Stadt erhöhen sich auch die Preise auf dem Immobilienmarkt. Seit 2008 sind diese für neu errichtete Eigentumswohnungen um 66% gestiegen. Kaufpreise für Wohnungen aus allen Jahren erhöhten sich sogar um 70%. Abhängig von der Lage in Leipzig bewegen sich die Preise bei Neubauten zwischen 3.310 und 5.980 Euro pro Quadratmeter und bestehenden Gebäuden zwischen 1.225 und 4.500 Euro pro Quadratmeter. Im gleichen Zeitraum stiegen die Mietpreise bei bestehenden Gebäuden um 44% und bei Neubauten sogar um 74%. Damit liegen die Mieten bei Neubauten zwischen 9,10 Euro und 15 Euro pro Quadratmeter, während sich die Mietpreise von Bestandsimmobilien zwischen 5,30 Euro und 11,70 Euro pro Quadratmeter bewegen. Dieser Preistrend wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Auslöser ist hierbei nicht nur der Bevölkerungszuwachs, sondern auch der steigende Bedarf nach Singlewohnungen, deren Durchschnittsgröße aktuell bei 39,9 Quadratmeter liegt. Auch die rund 38.000 Studenten bilden ein moderates Gewicht auf Leipzigs Wohnungsmarkt. Der Wohnungsbestand in Leipzig hat sich in den vergangenen Jahren stark erhöht und umfasst momentan rund 329.488 Wohnungen. 2018 wurden dabei rund 1.144 Wohnungen fertiggestellt, während die Leerstandsquote weiter absank. Diese liegt momentan bei 4,7%. Die jährliche Nachfrage steigt bis 2030 auf rund 2.400 Wohnungen. Ein Neubauziel, das im aktuellen Zeitraum nur zu 48% erfüllt wurde. Leipzig gehört zu den wohlhabendsten Städten in Ostdeutschland. Die starke demografische Entwicklung bei niedrigen Preisen und einer momentan höheren Leerstandsquote ermöglichen Investoren attraktive Angebote. Da das Bevölkerungswachstum stärker ausfällt als bislang angenommen, wird der Wohnraum in Leipzig auch in Zukunft einer starken Nachfrage gegenüberstehen. Darüber hinaus werden die prestigereiche Universität und die starke lokale Wirtschaft die Attraktivität Leipzigs weiter steigern. Unweit entfernt von der Papiermüllstraße liegt auch ein weiteres Projekt der German Property Group. Ein unter Denkmalschutz stehendes Gebäude in der Rossmarktstraße wurde ebenfalls saniert. Die Rossmarktstraße 28 in Leipzig-Lindenau ist ein Kleinod der Gründerzeit. Das Haus wurde um 1900 erbaut und war in den letzten Jahren vollkommen verwahrlost. Jetzt wurde das Haus von der German Property Group vollständig saniert. Dabei wurde der historische Baustil bewahrt und die verspielte Gründerzeitfassade liebevoll restauriert. Das waren die German Property News. Ab sofort sehen Sie uns regelmäßig mit allen News zum Immobilienmarkt. Auf Wiedersehen.